Hallo, das ist das Video passend zu unserem September-Blockhop, mein Lieblingsstempelset. So, mein Lieblingsstempelset sind die kleinen Glücksschweinchen. Die sind mega knuffig und ich wusste trotzdem lange Zeit nicht, was soll ich damit machen. Die sind süß, aber ja, ein bisschen Pep muss ja auch auf die Karte und nicht nur ein süßes Schwein. Deswegen habe ich auf meinem Blog geschrieben, hatte mein Mann ganz tolle Ideen, wunderbarerweise. Ich habe zwei verschiedene Karten damit gefertigt. Das fliegende Schwein ist ja prädestiniert dafür zu fliegen. Also lassen wir das Schweinchen fliegen. Ich habe eine Ziehkarte gebastelt, habt ihr wahrscheinlich auf meinem Blog schon gesehen. Und zu dem Schwein gehört ein Spruch: Schweine können doch fliegen. Du schaffst das. Das soll bedeuten, wenn man nur dran glaubt, dann schafft man das auch. Und dann können auch Schweine fliegen. Der kommt aus England, der Spruch, haben wir gegoogelt. Ist bei uns jetzt nicht ganz so gängig, aber ich habe ihn verwendet, weil es auch so schön passt. Hier unten ist eine Häuserzeile. Das habe ich mit den Framelits vom letzten Weihnachten gemacht. Da gab es so kleine Häuser. Es gibt dieses Jahr auch wieder kleine Häuser im Weihnachtskatalog. Den Mond habe ich einfach rund ausgestanzt, so ein bisschen Kleckse drauf gemacht, dann habe ich hier im Hintergrund die Karte noch geprägt, dass ein kleiner Sternenhimmel entsteht, und das Schwein habe ich auf Aquarellpapier gestempelt mit dem wasserfesten schwarzen Stempelkissen und habe das dann entsprechend koloriert. Das sieht man ein bisschen schlecht, es ist leicht zart rosa und die Flügel sind hellblau, habe ich mit den Stiften gemacht, mit den neuen Holzstiften und mit den Aquarellstiften und dem Wassertankpinsel. Und das Aquarellpapier hat auch den Vorteil, dass es recht fest ist und das Schwein somit sehr stabil. So, und was passiert? Hier ist noch ein kleiner Tag. Das ist auch eine neue Handstanze, diese kleine Tag-Stanze. Jetzt auch ein Stempelset mit einem kleinen Pfeil, damit auch jeder versteht, hier muss ich ziehen. Also tun wir das mal. Und wenn man hier zieht, dann schwebt das Schwein in den Mond wie E.T. Und hier kommt dieses "Du schaffst das" raus. Genau, also das Schwein kann fliegen durch diese Ziehkarte. Ich habe den Schlitz mit einer alten Wortfensterstanze da reingestanzt. Man kann das auch einfach mit dem Cutter hier sowas ausschneiden, dass das Schwein da fliegt. Und dann habe ich hinter das Schwein an die Menschen geklebt. Also sollte das, diese Aussparung sollte so breit wie ein die Menschen sein, damit ihr den dahin hinter das Schwein kleben könnt. Und dann klebt ihr das einfach hier auf so einen Streifen Papier und dann könnt ihr das hin und her ziehen. Recht einfach eigentlich. Ich habe leider keine Fotos gemacht. So, das ist eine ganz normale Klappkarte. Das zweite Schwein, das bringt noch mehr Action. Das ist eine Trullerkarte. Und das zweite Schwein habe ich passend in seine Sohle gesteckt. Und da kann er so fröhlich hin und her kullern und sich so richtig schön in der Sohle wälzen. Geht auch ganz flott hier. Wie man Cola-Karten macht, da gibt es auch tausende von Anleitungen dazu. Es rollt nicht ganz rund. Wenn man das immer mal wieder kullert, dann wird das ganz geschmeidig und dann geht das ratzfatz. So, auch eine sehr lustige Karte. Ich habe das auch mit Aquarellpapier hier gemacht. Das ist, wie gesagt, schön stabil. Dann habe ich hier mit dem Stiften und Wassertankpinsel ein bisschen Matsch gemacht und das hier ist noch mit dem George's Crunch Stempel gemacht. Es gibt ja immer so Hintergrundstempel, die so ein bisschen fleckig sind, und hier habe ich einfach mit dem Wassertankpinsel ein bisschen Stempelfarbe drüber gespritzt. Schweinchen ist auch wieder mit Aquarellpapier gemacht. Das habe ich entsprechend koloriert, sodass das auch schön stabil ist. Für diese Aussparung gab es mal hier so Framelits, die eben für Cola-Karten gemacht sind. Und das stanzt man dann einfach so aus. Ihr könnt das aber auch mit dem Cutter einfach eine gerade Linie ausschneiden, mit dem Cuttermesser zum Beispiel. Oder was ihr auch immer da habt in dieser Form. Und dann wird einfach hinter das Schwein ein 5-Cent-Stück geklebt, dahinter ein Dimensional. Und dann noch ein 5-Cent-Stück da unten drunter. Ne? Also wie gesagt, da gibt es tausende von Videoanleitungen dazu.
wie man das macht mit der Kullerkarte. 2 5-Cent-Stücke dazwischen, ein Dimensional, dann rollt das hier auf der Bahn. Und ganz wichtig zu beachten ist, dass ihr hier immer 2 Dimensionals übereinander klebt, damit hier ein bisschen mehr Abstand ist, sodass das dann auch gut rollen kann. Wenn ihr das nur mit einem Dimensional befestigen würdet, dann wäre hier zu wenig Luft dazwischen und das Schwein rollt nicht, das bleibt dann stecken. Das als kleiner Tipp. Ich hoffe, meine Schweinekarten gefallen euch und ihr bekommt Lust, sie nachzubasteln und vor allem zu verschenken. Ja, das war mein Beitrag für September. Bis demnächst. Tschüss, eure Nicole.